Leute, es ist mal wieder soweit. Nach fast einem Jahr spielen wir Black Ops 3 auf der PlayStation 3. Also letztes Jahr habe ich ein Video darüber gemacht, das hat irgendwie 800.000 Aufrufe und dann habe ich noch eins, das hat über 300.000. Richtig krank, Leute. Und guckt euch allein unten rechts schon an, wie es jetzt aussieht, Leute. Ich bin jetzt schon wieder glücklich. Mal wieder schön auf der PlayStation 3 BO3. Guckt allein, man sieht es hier allein schon. Jetzt fragen sich einige von euch, hä, was ist denn daran so besonders? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, Leute, also die Sache ist die, Black Ops 3 ist einfach kein Spiel für die PS3, Mann. Es ist ein Spiel für die PS4. Guck mal, wie das jetzt schon wieder pixelig ist an der Stelle. Ich raste aus, Mann. Bitte schalt das Video auf 1080p, guck's dir mal an. Es ist ein Spiel, welches für die PS4 gemacht wurde, für die PS4 programmiert wurde, die Grafiken für die PS4 gemacht wurden. Und dann kam irgendwer und dachte sich, Moment mal, das Ding hauen wir doch mal richtig durch und verkaufen es nochmal für die PS3. Und guckt euch an, alleine wie es laggt im Hintergrund. Es ist zu gut. Also öffentliches Spiel, Klasseneditor. Alter, diese Grafik, ich feiere es zu krass, wirklich. Was ist das? Was ist das, Leute? Haben wir eine neue AR freigeschaltet, die HVK? Okay, alter Leute, das ist jetzt schon wieder zu krass. Okay, wir haben hier Drohne, Vorräte, Talon. Dann machen wir mal Hellstorm draus und packen uns hier mal welchen Special, das ist eine Kinetic-Rüstung. Ich freue mich jetzt schon wieder, das zu spielen. Guck, ob es noch jemand spielt. Spielt es noch jemand? Komm schon, bitte, bitte, lass noch. Jawohl, es spielt noch jemand, Leute. Es ist jetzt schon wieder der Fall, dass ich nicht glauben kann, dass es das gibt, einfach. Es ist zu krass. Wie beginnt jetzt? Der Hintergrund ist so geil. Es ist einfach eine eingefügte Animation, die die Konsole zu 0% schafft. Naja, egal, Hauptsache rausgebracht, den Hasen war. Ja, ich bin echt zurzeit wieder in so einer richtigen Zockphase, Leute. Ich dachte erst, dass es gar nicht mehr passieren kann. Ich hatte so viele Wochen nicht gezockt, aber es geht natürlich. Ja, und was ich zurzeit auch immer noch jeden Tag mache, und zwar richtig viel, ist das hier. Was sind meine neuen Darts-Pfeile hier? Wenn ihr mal wieder ein bisschen mehr Darts-Content sehen wollt generell, dann schreibt doch mal Hashtag Darts in die Kommentare. Das wird geil, Leute, das wird richtig geil. 5, 4, 3, okay. Ihr seht schon, ich muss schon wieder lachen. Die 12 FPS sind am Start, aber der Kantenslide funktioniert nach wie vor. Die Rockmusik, Digga. Digga, übertreib halt richtig deine Lage. Okay, Leute, los geht's. Das sind die besten 10 FPS meines Lebens. Okay, die Killcam wird wieder geil. Das gönnen wir uns. Genau, denn ihr wisst ja, in der Killcam gibt es keine Hitmarker. Das heißt, man weiß auch gar nicht, wie man getroffen wurde. Man weiß einfach, dass irgendwas passiert ist. Da hinten. Oh, es ist so flüssig gewesen, diesen Kill zu machen. Auch geil, dass die Waffen keinen Rückstoß haben. Das ist eigentlich das Geilste. Man kann hier mit der VMP so spielen wie, keine Ahnung. Guck mal hier, diese Frames, diese Bäume, das sieht so gut aus. Vergleicht es ja bitte mit der PS4-Version. Das sieht ja hier viel geiler aus. Das hat wenigstens noch Stil hier, das hat Swag. Kommt hinter mir. Nein. Ja, Sight-on auf 10 FPS haben wir auch erledigt. Guck mal, ich kann auch eigentlich auf ihn schießen, oder? Ja, perfekt. Kinetic-Rüstung, Leute. Da haben wir sie beide, da haben wir doch. Nein! Nein! Das ging nicht, ey. Okay, wir haben aber unsere Vorräte. Okay, das wird lustig. Vorräte. Ich müsste doch eigentlich alles challengen können, oder? Weil ich habe doch eh keinen Rückstoß. What the fuck? Auf einmal fickt er mich richtig, Digga. Was meint ihr, wie lange saßen die so an dieser PS3-Version? Ich meine, es war Real Talk. Meint ihr, das waren. Ey, diese KR, das ist meine eigene Streak, Mann! Ich laber jetzt keine Scheiße. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es in 2 Wochen gemacht haben. Bullet Drag ist eh over 9000. Es kann einem eigentlich gar nichts passieren im Spiel. Die KR kommt aber gleich von hinten. Ich glaube, man kann gegen eine Burst-Waffe nichts machen, oder? Wie sollte man halt? Also mein Team kriegt da richtig aufs Maul. Tschusch. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie ich hier spielen soll. Ich sehe ja auf Range, sehe ich ja nicht mehr die Gegner. Was hat er für eine Waffe? Ist es Manua? Gorgon. Ich glaube, Gorgon ist nicht so gut hier. Nein. Was? Wieso geht der nur? Der Teammate war ja wirklich so bad. Oh. Das gucken wir uns jetzt mal an. Er ist weak. Und er ist noch nicht mal im Scope gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber juckt ihn nicht. Auf der PS3 ist alles möglich. Boah, wisst ihr, was man mal machen müsste? Ich müsste mir ein paar YouTuber schnappen. Alle gemeinsam holen sich das Spiel auf PS3 und macht so ein kleines Fun-Turnier. Das wäre so lustig, Digga. Oh Gott, Leute, ich glaube, das war der intensivste Gunfight, der jemals auf der PS3 passiert ist. Oh Gott. Oh
Okay. Boah, Leute, aber diese Schüsse, dieses Schussverhalten, ne? Wenn man halt drauf ist. Nevermind. Ich wollte gerade sagen, dann holt man alles, aber. Das Ding ist, wenn jetzt einer kommt. Hui. Oh Gott, okay, wir haben's. Ja, diese Frames, wie Combine aussieht. Genau wie auf der PS4. Den Dart, Alter. Ich überlege, ob ich den Dart einfach headglitche, das ganze Spiel. Er kann nichts machen. Was soll er machen? Okay, jetzt geht's los, Leute, mit der kinetischen Rüstung. Hinter mir. Easy, 7 Schuss noch. Haben wir Selbstbewusstsein, Leute, haben wir. Hinter mir. Easy. Drohne. Annihilator ist abgeknallt. Oh Gott, Leute. Ja. Oh, erstmal chillen. Boah, Leute, das wird jetzt das krasse Gameplay, Leute. Boah, die Gorgon ist ja krank auf der Konsole. Die Gorgon ist ja zu krass auf der Konsole. Ustasa wäre hier der glücklichste junge Mann der Welt. Ja, wir nehmen jetzt die beiden. Ja, oder den einen. Ja, Leute, ich weiß nicht, wie man die Gorgon hier aufhält. Wie soll ich jetzt hier sterben? Das Ding ist, man weiß immer nicht, bevor... alles klar. Man weiß immer nicht, wie man es schaffen soll. Also man weiß nicht, wie man den Kill machen soll. Bis man ihn dann hat, dann checkt man es. Ja, okay. Erstmal Schwebelade. Gucken, wie die so performt. Boah, sieht ja richtig gut aus hier. Zack. Wow. Jetzt der Dart wird wahrscheinlich noch einen draufsetzen, oder? Ich hoffe, ob hier der Glitch geht. Wisst ihr noch damals vor einem Jahr die Videos geheime Orte in den ganzen CODs? Boah, hier die Dartsteuerung ist ja brutal gut. Eieiei, heftig. Zack. Einen nehmen wir noch mit, Leute. Wie viele Schüsse habe ich noch? Gar keinen, ne? Einmal kann ich noch... Einen nehme ich noch so mit, wenn es gut läuft. Jawohl, oder? Ah, angehittet. Ich habe ihn angeschossen, seitdem checkt er gar nichts mehr, hat sich nicht mehr bewegt. Oh, schade, der andere hat gewartet. Okay, 24-3, würde ich sagen, läuft mal nicht schlecht, ne? Okay, falls sie jetzt kommen, mache ich Kinetik an und verteidige meine Vorräte bis auf... Guck mal, Leute, diese Ansicht, Hammer, oder? Hammer. So, jetzt geht's los, Leute. Jetzt kommt der ultimative Clip. AFK ist mir egal. Noch ein AFK ist mir auch egal. So, jetzt geht's los, Leute. Wir rocken das, wir rocken das Ding. Wieder 2 AFK, perfekt. 100er Prezi. Den nehmen wir mit. Nehmen wir auch wieder mit. Oh, ich liebe es, Leute, besser geht's nicht. Ein paar AFK-Schlachten. So, 31 Kills haben wir schon mal easy. Guck mal, wie erwartet, wie frech. Das ist mein Blitzschlag. Okay, wo setzen wir den hin? Da. Okay. Ah, ich hätte einen Spawn setzen müssen, ich Idiot. Ja, du hast schlechtes Timing gehabt. Ich würde sagen, die Runde macht schon Spaß hier. Ich werde, glaube ich, auf PS3 immer spielen jetzt. Okay, Leute, wir müssen jetzt einfach mal eine Shotgun auspacken, finde ich. Damit wir die Leute mal so ein bisschen zum Nachdenken bringen. So, wir springen uns jetzt hier rein in die 10 FPS. Let's go. Also, das ist schon mal, das sieht richtig stabil aus hier. Vor allem, man kann hier durch die Lags auch ganz andere Wallrides machen. Boah, hätte ich das überlebt, das wäre zu krass gewesen. Ich glaube, hier kommt einer, oder? Was würdet ihr sagen? Sah das so aus? Boah, krass, wie die fliegen. Gucken, ob das hier geht auf der PS3. Ja, doch. Ja. Mhm. Ja, doch, geht. Krass, okay. Ja, danke für diesen Clip. Hab's mir nicht so schwer gemacht. Ich wusste, er kommt wieder. Leute, man kann hier so abgehen mit der Shotgun. Was ist das lächerlich? Ist das lächerlich? Auf einmal, das kann doch keiner verkaufen, so ein Spiel, wo es auf einmal so hart anfängt zu laggen, einfach im Gunfight. Ja, genau, Alter. Oh, Donnergrollen, das wird safe so die FPS der ganzen Konsole droppen. Los geht's, Leute. Jawohl.
Jawohl. Schön. Okay, Kinetic Rüstung, let's go. Jawohl. Das gibt's doch nicht, Leute. Das kann nicht die ganze Zeit funktionieren. Leute, was ist das? Ich komme nicht klar. Man kann hier alles raven, man kann hier alles machen, was man will. Danke. Hitmarker. Ja, das war aber nicht der. Wo ist der andere? Alles klar, okay. Was mache ich gerade mit denen? Ja, jetzt gönnen wir uns mal kurz die Frames. Komm, einen nehmen wir mit. Ah, Mist. Wir haben jetzt schon 19 Kills von den 44 insgesamt. Jetzt noch ein geiles Streak. Ich mache hier noch die Scum Challenge. Easy auf der PS3. Komm schon. Gib mal Raps jetzt, komm. Und nochmal Donnergrollen, ist ja lustig. Ich glaube, ich lasse es voll über den Spawn knallen, ganz ehrlich. Also Spaß macht's ja schon, ne? Ja, Beste. Oh mein Gott. RIP. Ich glaube, hinter mir ist noch einer, oder? Die Psychose sieht so realistisch aus. Ich weiß gar nicht, dass der hier der echte ist, krass. Das kann nicht sein, dass es die ganze Zeit klappt, was ich hier mache. Kassiere ich den Turn irgendwie? Das ist der längste Gunfight der Welt. Hab sie alle. Einfach durch und durch. Beste. Ich glaube, die feiern jetzt schon meine Shotgun-Action. Nein! What the fuck? Alles klar. Okay, die letzten zwei wenigstens. Nochmal eine schöne 4-5er KD, nochmal 36 Kills. Schön. Gebt euch diese Killcam, gucken, wie die aussieht, ob man da Hitmarker sieht. Okay, also. Ja. Ja, da hat es wieder ein bisschen. Ach, das war mein Kill. Und jetzt kommt auch nochmal mein Kill ohne Hitmarker. Zack. Ja, Leute, ich würde sagen, besser geht's nicht. Lasst ein Like dafür das Video. Wenn es euch gut gefallen hat, würde ich mich drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.